Okay, dann auf unser Date, dass auf das nicht cringe Date wird. Atemlos durch die Nacht. René, singe sofort mit. Na, 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 na. Atemlos durch die Nacht. Bitte sag zu René, wuff, wuff. Wuff, wuff. Bitte was? Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal und ja, wie ihr seht, wird es hier heute ein äußerst romantisches, ein sehr romantisches Dinner geben. Wir wurden dazu gezwungen. Die wurden dazu, genau. Das heißt, es gibt heute ein ganz... Wenn man das hier sieht, da weiß man auch, wir sind hier nicht freiwillig. Richtig. Ein romantisches oder auch vielleicht auch ein Cringe-Date mit René und Katja. Yes! Es ist nicht nur irgendein Date, denn das ganze Date wird von mir ferngesteuert und es gibt auch Rubby Bubble, also heute, genau, passend zum morgigen Valentinstag. Genau, und ja, ich werde das ganze Date fernsteuern, gleich von meinem Studio aus. Das heißt, ich werde dir sagen, was du sagen sollst und ich werde dir sagen, was du sagen sollst. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und guten Appetit. Werden wir haben, Dankeschön. Okay, schön, dass das geklappt hat mit unserem Date. Also erstmal natürlich nochmal ein Happy Valentinstag. Happy Valentinstag. Und erzähl mal was über dich. Was sind denn so deine Hobbys? Meine Hobbys? Meine Hobbys sind auf Dates mit dir zu gehen. Das ist mein Hobby. Ja, das ist doch schon mal... Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen jetzt sind. So Leute, ich bin ja zurück in meinem Studio und ich kann die beiden beobachten. Es ist zwar leider auf dem Kopf, aber ich zeige euch das mal. So, einmal kurz drehen, genau. Heißt, ich kann die beiden von hier aus ups, beobachten und ich werde den beiden gleich mal so ein paar Anweisungen geben. Okay, dann auf unser Date, dass auf das nicht cringe Date wird. Sehr lecker, sehr lecker. Ja, finde ich auch. Und dann guten Appetit. Und guten Appetit dir auch. So, René, sag doch mal bitte der Katja, dass dir ihre Haare heute gar nicht gefallen. Also... Ich muss dich ja mal was fragen, ne? Also ich sag schon mal vorneweg, ich bin relativ direkt, ne? Ich finde es immer ganz gut, miteinander offen zu reden. Mhm. Und deine Haare, die gefallen mir heute wirklich überhaupt nicht. Also, hat dein Friseur da irgendwas falsch gemacht? Hast du den vielleicht auch schon verklagt deswegen? Oder war das gar nicht, also, oder ist der beruflich gar nicht Friseur gewesen? Also, das war ein Friseur und ich habe sehr viel Geld dafür eigentlich bezahlt, um hier so auszusehen. Oh, das ist ja noch schlimmer. Aber hast du denn vor, das jetzt bald mal wieder rückgängig zu machen, den Unfall, oder Rückgängig möchte ich es nicht haben. Also, mir gefällt es eigentlich. Mir gefällt es eigentlich total. Nein. Na dann, okay, dann, also... Findest du meine Haare wirklich? Jedem das Seine. Okay. Nicht wirklich romantisch, Valentinstag, aber okay, ja, alles klar. Ich hab ja gesagt, ich bin eine ehrliche Haut, ich möchte offen miteinander reden und das war halt meine Meinung. Katja, bitte sag doch mal René, dass ihm die Farbe seines Oberteils überhaupt nicht steht und frag ihn mal, warum er gerade diese Farbe gewählt hat. Ich habe da auch eine Frage für dich. Ja? Ich mag dein Oberteil irgendwie so gar nicht, ehrlich gesagt. Warum hast du eigentlich diese Farbe gewählt? Also warum genau dieses... Weil ich so schön finde? Ich aber nicht. Ich find's nicht schön. Tja, okay, also... Naja, was soll ich dann sagen? Also... Da ist leider kein anderes dabei. Ah, ist das herrlich zuzuschauen. Ja, also ich sehe schon, wir sind schon mal beide dann der Meinung, dass man sehr offen miteinander reden gleich können. Aber finde ich gut. Ich bin auch sehr offen, ja. Ja, finde ich gut, also finde ich gut, dass man da auch keine Geheimnisse voneinander hat, weil so sollte es ja auch sein. Man sollte sich ja alles sagen können. Ja. René, bitte frag Katja nach ihren Hobbys und erzähle, dass dein Lieblingshobby Angeln ist. Aber weißt du was, also vergessen wir das Ganze so. Wir haben jetzt beide vielleicht einmal so ein bisschen zu offen miteinander geredet, aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Erzähl mal was über dich. Was sind denn so deine Hobbys? Meine Hobbys? Meine Hobbys sind, ich spiele gerne, also Computerspiele. Also ich muss sagen, also mein Lieblingshobby ist ja Angeln. Also Angeln, das macht so Spaß, das ist also wirklich... Also einfach die ganze Nacht am Wasser sitzen, dann, also man muss da manchmal auch wirklich ganz lange warten, so, ne? Das passiert manchmal einfach nicht. Aber dann... Passiert ja manchmal, dass man einen Fisch fängt. Dann hat man nach 8 Stunden Warten mitten in der Nacht wirklich einen Fisch gefangen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich würde sagen, das Date hier ist ganz schön und gut, aber wir sollten irgendwann mal zusammen angeln gehen. Das macht so Spaß, das glaubst du gar nicht.
Also ich finde, das macht nicht so wirklich viel Spaß, also nicht für mich persönlich. Also. Ja, da musst du vielleicht noch auf den Geschmack kommen, aber keine Sorge, ich führe dich da dran. Katja, sag René, dass er das mit dem Angeln vergessen kann und du eigentlich nur auf sein Geld aus bist. Ja, ehrlich gesagt, René, also ich finde, du musst eigentlich das mit dem Angeln total vergessen. Also ich bin eigentlich so? Hier eh nur so wegen Geld hier eigentlich. So. Wie wegen Geld? Ja, du hast nicht viel Geld, ne? Also deswegen bin ich hier eigentlich, deswegen, also ich möchte einfach nur, also und das mit Angeln und so ist so eigentlich. René, reagiere total entsetzt. Wie? Du bist nur wegen meinem Geld zusammen? Ja, hast du nicht. Was soll das denn? Mach mal total den Aufstand. Bist du nicht an meinen inneren Werten interessiert oder was? Also, ich dachte, wir treffen uns hier, weil wir unseren Charakter gut finden und uns nett finden. Na doch. Und du bist nur hinter meinem Geld her? Ja. Was soll... Ja, du, also ich meine, mein Geld ist doch egal. Fang bitte an zu weinen. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Du musst jetzt nicht deswegen weinen. Alles gut, nein. Sei leise. Nur wegen meinem Geld. Du musst jetzt nicht deswegen weinen. Ich dachte wirklich, dass... Dass sowas nicht passiert. Also ich würde dir empfehlen, dass du dir... Ja, nochmal ganz... ganz gut Gedanken machst, ob du das wirklich so meinst und ob ja, du das nicht zurücknehmen willst. Ja, du René, sorry. Lass mich kurz. Ich entschuldige mich. Nein, so. Nee, das meinte ich nicht so. Nein, ich meinte ist jetzt das auch nicht egal. So, das ist jetzt nicht wegen, nein, das ist na klar, es ist nicht Geld. Wegen Geld. Das habe ich nur einfach so gesagt, das habe ich wirklich nicht, das wollte ich wirklich nicht sagen. Okay, gut, also zurück zum Angeln nochmal, ne, weil es macht wirklich mega Spaß und vor allem das Schöne ist ja in der aktuellen Jahreszeit. René, mach das mal vor, zeig mal Katja, wie man richtig angelt. Und ich würde sagen, ich glaube, du hast noch nicht so richtig die Leidenschaft fürs Angeln entdeckt. Aber das können wir ja ändern. Mhm. Deswegen werde ich dir jetzt einmal zeigen, wie man das macht. Also, man hat ja seine Angel. Ja. Und dann muss man so machen, ausfahren und dann einmal nach hinten ziehen und dann so. Hopp! Ja. Und dann ist die ist das Ding im Wasser. Also. Genau, also immer so und dann so. Okay. Ja, geht doch eigentlich ganz einfach. Also so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, du bist eigentlich schon fast eine Profi-Anglerin. Also ja, aber ich glaube, das ist ein ganz verborgenes Talent. René, sag, dass du jetzt richtig Hunger hast und schnapp dir noch den Teller von Katja. Boah, ich habe aber wirklich Hunger heute, oder? Hast du auch so viel Hunger? Ich esse gerade. Ja, also ich muss sagen, ich habe wirklich mega Hunger. Also vielleicht, das musst du über mich wissen. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr hungrig. Ich esse wirklich gerne, weil gerade leckeres Essen. Und ich will deswegen, sorry, also ich habe so einen Hunger. Danke. Ich brauche wirklich jetzt echt erstmal was zu essen. Also. Katja sagt, dass René deine Portion auf gar keinen Fall essen darf. Schmeckt echt gut. Du darfst es überhaupt nicht essen, auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Sag, dass nur du das essen darfst. Ich darf das nur essen. Also nur ich darf das essen. Bitte aber, ist das nicht. Nein. Aber wieso denn? Nein, das ist nur meine. Das schmeckt lecker. Nein, du darfst es nicht. Nein. Na gut, okay. Und schmuck lieber das aus, was du gerade. Ich hab das schon runtergeschluckt. Katja reagiere jetzt ganz schockiert. Du hast es wirklich getan? Du hast es wirklich gegessen gerade? So, René, schlage Katja vor, dass ihr doch mal zusammen eine Runde tanzen könntet. Katja, weißt du was? Ja. Also, ich glaube, wir haben jetzt hier genug gegessen und so weiter. Ich würde sagen, wir tanzen mal eine Runde. Okay, dann fühlst du dich aber gut, okay? Ja, ich fühle mich noch gut. Wir können auf jeden Fall tanzen, ja. Ich fühle mich also so gut wie noch nie. Okay, wir können gerne tanzen, genau. René, du möchtest Katja von deinen super Tanzkünsten überzeugen. Also ich, weißt du was, also das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich kann so gut tanzen, also wirklich so gut. Also du kannst angeln und du kannst tanzen. Erzähl, dass du schon auf sämtlichen Meisterschaften den Titel gewonnen hast. Man hat ja meistens mehrere Hobbys. Angeln ist so die eine große Leidenschaft und jetzt kommt die zweite. Meine zweite große Leidenschaft ist nämlich tanzen. Und ich war auf ganz vielen Meisterschaften schon. Also ich mache das meistens so, Samstag gehört Angeln und Sonntag gehört dem Tanzen. Und das ist immer die Tanzmeisterschaft. Da war ich schon wirklich in Niedersachsen, in Bayern, in Berlin, also eigentlich auf allen Meisterschaften, die es so gibt. Katja, frag mal René, ob er auch schon in Musikvideos mitgetanzt hat. Also wenn du jetzt schon so vieles gewonnen hast, hast du auch so in Musikvideos getanzt oder so? Also so in irgendwelchen so Musikclips oder so? Vielleicht so was auf YouTube? Ja. René antworte ja für Helene Fischer. Ja, tatsächlich. Also
bei ein paar Musikvideos, vielleicht kennst du das auch, kennst du Helene Fischer? Ja. Ja, da habe ich getanzt. Da hast du getanzt? Ja, genau. Hast du schon getanzt? Ja, also alles Mögliche eigentlich, ne? Also ich bin da meistens dann immer so der erste Background-Tänzer. Mhm. Weil die sind ja auch wichtig so, ne? Die müssen ja auch so ein bisschen so das Feeling rüberbringen, was die Musik vermittelt. Mhm. Naja, und da bin ich dann halt immer sehr nachgefragt. So, krass, ne? Ja. Krass. Mhm. Katja sagt, dass du eine gute Sängerin bist. Ja, also da kann ich auch auf jeden Fall auch noch was verraten, was doch auch noch mein Hobby ist. Also ich bin eigentlich eine sehr gute Sängerin. Okay. Und deswegen, es wäre auch vielleicht mal cool, wenn du vielleicht bei meinem so Musikvideo tanzen könntest. Denn ich meine halt, sehr wenn gerne. Es so ist, also wenn es halt, aber das hat nichts mit Angeln zu tun. Also, Ja, also am schönsten wäre natürlich, wenn ich im Musikvideo tanzen und angeln könnte. Aber tanzen wäre auch schon ein guter Anfang. Mhm. Aber wenn du Sängerin bist, willst du dann nicht mal was vorsingen? Gib René doch gerne mal eine kleine Gesangsprobe. Ja, klar, kann ich auf jeden Fall machen. Du magst ja Helene Fischer, ne? Ja, total. Ja, okay. Ja. Atemlos durch die Nacht. René, singe sofort mit. Na, 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 na. Atemlos durch die Nacht. Na, 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 na. René, fang an zu tanzen. Katja, fang auch an mit zu tanzen. Also ich hoffe, du siehst gerade schon, also einfach meine Expertise als ja, Tänzer. So, also, sollen wir zusammen hier tanzen? Ja, gerne. Also ich weiß, also so. René sagt ganz plötzlich, okay, das reicht, das ist mir jetzt aber zu affig. Okay, aber jetzt reicht das auch, ne? Ja, also, das ist mir jetzt auch wirklich echt ein bisschen peinlich. Also, ich meine, wir sind hier. Also weil ich kann das ja gut, aber man merkt natürlich, dass du immer noch da am Anfang bist, dass du jetzt eine Amateur-Tänzerin bist. Aber du. Es tut mir einfach leid, so. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu peinlich. Also, ja, okay, gesungen hast du auch nicht so gut. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal lieber. Gesungen ne? Also, hast du auch nicht ich würde jetzt auch, ja, also das will ich jetzt wieder weiter essen und einfach nur was trinken. René, ess bitte deine Nudeln jetzt ohne Besteck. Also ich würde sagen, wir essen jetzt mal weiter, ne? Und ich wünsche dir einen guten Appetit. Ja, ich... Ist irgendwas? Katja, sag René, dass er dich an einen Hund erinnert. Du findest mich irgendwie total an einen Hund oder so. Also so wie ein Hund. Wieso? Nur weil ich meine Nudeln esse? Wir sind gerade hier in einem Restaurant. Ach so, ja. Nudeln sind halt lecker, was soll ich machen? Ich hatte Hunger. Wie gesagt, also kannst froh sein, dass ich dir deinen Teller zurückgegeben habe. Also. Katja, bitte sag zu René, wuff, wuff. Ich esse eigentlich immer so. Ist du? Ist. Wuff, wuff. Bitte was? Du bist doch ein Hund, du verstehst das doch. René, sag auch wuff, wuff. Wuff, wuff. René, bitte frag Katja, ob sie Wulfi kennt. Hey Katja, ich hab doch mal eine Frage. Ja. Kennst du Wulfi? Ja. Das finde ich gut. Ich habe schon mal davon gehört, ja. aber ich weiß nicht unbedingt, was genau das ist. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch schon mal davon gehört. Das war auch sehr, sehr peinlich, muss ich sagen, also, was ich darüber gehört habe über Wulfi. Aber das ist ja schön, dann haben wir da schon mal eine Gemeinsamkeit. Mhm. René, sage Katja doch bitte, dass du sie vom Aussehen her ganz toll findest, aber dass dir ihr Charakter nicht so gut gefällt. Also Katja, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, wir haben uns jetzt auch schon miteinander getanzt und gegessen. Ja. Da muss ich dir wirklich mal sagen, also ich finde, du siehst wirklich gut aus, aber ich finde deinen Charakter echt überhaupt nicht gut. Du gefällst mir echt gar nicht, du hast einen ganz blöden Charakter. Nee, ich finde dich blöd. Katja, bitte sag, dass du René schon immer sagen wolltest, dass er in den Videos total blöd schauspielert und einfach schlecht ist. Also ich finde, ich habe ja deine Videos gesehen, ne? Und ich finde so, du kannst überhaupt nicht schauspielern. Du bist so schrecklich, bist du. Also dass ich einfach nur, ich kann nicht mehr. Weißt du, wenn ich deine Stimme höre, wenn du schauspielerst, so als Justus oder so, ich denke mir einfach nur so, oh, wer ist dieser Typ? Was macht der? Jetzt geht's los. Du kannst es überhaupt nicht. Also das ist jetzt. Ich bin nur ehrlich zu dir. Es ist. So, meine ist halt. Also es ist nicht irgendwie so.
so gemein gemeint oder so, aber du bist schrecklich. René, bitte fang an zu weinen. Meinst du jetzt schon wieder? Du weinst jetzt schon wieder. Katja, bitte entschuldige dich bei René und sag, du hast ihm Blumen mitgebracht. Das sind die, die auf dem Tisch stehen. Sorry, das war jetzt einfach nur, ja, ich bin halt ehrlich, aber das, ist, das passiert halt einfach nur so. René, Entschuldigung, ich habe, guck mal, ich habe hier auch für dich auch so Blumen mitgebracht. Also, ich will deine Blumen nicht, ich kann Schauspielern. Doch, ich hab die Justus war die Rolle meines Lebens. Oh. Schauspielern. Doch, es ist so, hier die, es sind so extra, so Baden. René sagt, dass du total allergisch auf Blumen bist. Ich bin allergisch gegen Blumen. Warum gibst du mir Blumen? Ich bin da total allergisch gegen. Ich darf da nicht mal in die Nähe kommen. Bleib mir weg damit. Aber du saßt doch gerade hier die ganze Zeit. Bleib mir weg damit! Ich bin allergisch dagegen. Dann stelle ich die wieder hier. Also hier warst du ja nicht allergisch gegen die, ne? Also wenn die Füße spannen. So. René, bedank dich mal bei Katja für das schöne Date und frag sie doch, ob ihr euch nochmal treffen wollt. Aber das Date, das war echt schön, oder? Also ich fand es echt mega schön. Also, weißt du was, ich fand, das hatte wirklich alles. Das hatte, wir haben uns gut unterhalten, es war lustig, wir haben miteinander getanzt. Es war eigentlich alles, es war auch sehr romantisch, muss ich sagen. Ich fand alles super. Also jetzt eigentlich nur die Frage, möchtest du dich nochmal mit mir treffen? Katja, sage auf gar keinen Fall. Nee, ehrlich gesagt, nee, René, also auf gar keinen Fall. Hier hast du deine Blumen. Also, ja, die habe ich dir geschenkt. Also, deswegen, jetzt darfst du jetzt. Nee, du darfst jetzt nicht wegmachen. Ich habe sie dir geschenkt. Nein, ich bin allein. Nein, und ich möchte mit dir auf keinen Fall irgendwie weiter noch irgendwas machen, weil ich meine, du bist total gemein und ich mag deinen Schauspielereien nicht. René, sei beleidigt und sage, dann gehe ich halt eben Adopt Me spielen. Man kann Tänze nicht, du kannst nicht singen, du bist, du weinst einfach nur jedes Mal, wenn ich dir irgendwas sage. Du bist allergisch gegen Blumen, die ich dir schenke. Nee, danke schön, das möchte ich nicht haben. Das möchte ich unbedingt nicht haben. Also das, leider kommt es, also nein, weiter kommen wir da nicht mit dir. Hast du, ist in Ordnung? Dann gehe ich Adopt Me spielen. Katja, sage, oh, du spielst Adopt Me? Du spielst Adopt Me? Sag, oh, dann warte auf mich, ich komm mit. Du spielst Adopt Me? Dann warte auf mich, ich komm mit dir auf Adopt Me spielen. Okay, so, ich werde jetzt die beiden mal von ihrem Horror-Cringe-Date erlösen. Ich erlöse euch jetzt mal von diesem Horror-Cringe-Date. Cringe! Wie war das? Ich weiß. Ich weiß auch nicht, aber ich muss sagen, ich fand es von drüben echt amüsant. Ich fand es sehr... ich glaube, es war auch wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Außer für uns beide. Das glaube ich. Also mein Highlight war, als ihr dann gesungen habt, weil ich habe das wirklich durch die zwei Türen gehört und ich hab's gefeiert. Also, ich hab's wirklich gefeiert. Also ich nicht. Also ich fand das immer nur die Stelle mit Wuff, Wuff und Wuff hier. Einfach nur, ich konnte nicht mehr. Die Hundebellen, das darf beim Wuff auch nicht fehlen. Ja, so. Wer kennt das nicht? Da muss halt ab und zu mal gebellt werden. Ja. Ganz wichtig. Und natürlich noch wichtig zu sagen, ist natürlich alles nur Spaß. Also ich glaube, wir mögen uns hier alle und das war natürlich nur ein Joke, was das hier. War alles ein Joke, ja. Genau, das, was hier für gemeine Sachen gesagt wurden. Ich habe hier auch gar nichts Gemeines gesagt. Das hat mir das war nur alles die Wahrheit. Gesagt. Nein, genau das. Was ich bin so eine offene Person, ne? Ich rede so ein bisschen hier so mit der Wahrheit. Ja. Aber das war doch die Ellie, die mir einfach nur ins Ohr geflüstert hat. So, sag es! Ich muss schon sagen, ich bin da ab und zu vom Skript abgewichen, tut mir leid. Also das mit den Haaren zum Beispiel, das hat nicht Ellie mir ins Ohr geflüstert. Was hast du? Ich habe eigentlich gesagt, er soll sagen, du hast schöne Haare. Ja, ich habe so ein bisschen Freestyle gemacht. Alles Freestyle, genau. Klar. Okay, Leute, ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann gerne Daumen nach oben und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr das witzig fandet oder zu cringe oder war das vielleicht doch ein bisschen zu gemein. Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Cringe. Esst ihr bitte die Nudeln einmal auf? Ich habe die extra hier vorbereitet. Ich habe dir was übrig gelassen. Oh, danke. Das kannst du gerne haben.